Hallo, herzlich willkommen und schön, dass ihr am Start seid. Was ist hier eigentlich los? Was ist hier eigentlich los, meine Freunde? So, wir spielen heute mal wieder ein bisschen Talon. Denn Talon darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Immer wieder kommen Leute, Tobi, spiel mal wieder Talon, spiel mal Talon. Wir spielen jetzt wieder Talon. So, wir spielen mal wieder gegen Reis. Mal wieder gegen Reis. Was ist eigentlich, was, ey, das hier ist ein Ranked, Leute. Ne, das, man könnte sagen, ja, das ist normal, weil alle Rotten. Wobei, ne, genau, ich war Autofill-Support, hab mit ihm getauscht und er war, wieso ist er Toplane-Orianna? Ja, okay, Toplane-Orianna gegen Darius wird mit Sicherheit richtig geil werden, aber da machen wir jetzt kein Auge, denn wir konzentrieren uns auf unsere Dinge. So, wir spielen gegen gebratenen Reis mit Nudeln, der hat ein bisschen Rüstung dabei, aber auch nicht zu viel. Die haben einen Fiddlesticks, ich hasse Fiddlesticks, aber der ist natürlich aus Papier. Ne, der ist aus Papier, der ist relativ leicht killbar. Gib mir. Heiß. Oh, Schlag zu, danke. So, ja, wir gucken mal, was wir so machen können. Wir schauen mal. Wichtig wäre natürlich, dass wir Ryze im Early Game früh töten. Er hat nämlich Barriere dabei. Das heißt, er ist sehr, sehr weich. Wir könnten ihn. Na, wir können jetzt, pass auf, mit dem Münster werden wir jetzt Level 2. Ah, okay, schade. War ein Versuch, aber wir können trotzdem drauf springen. Und Electrocute, ja. Lasst euch nicht davon verlocken, dass ihr nur ein Stack habt. Ne? Electrocute ist auch mit zwei Stacks zufrieden. Ne, ihr müsst nicht immer das Ding durchstacken. Das ist auch so fein. Er hat ja auch diesen Mana-Kristall. Hätte er jetzt eine Rüstung gehabt, wäre es schlimmer gewesen. Und er wird wahrscheinlich auch Tränen als erstes kaufen. Wir müssen aber sehr, sehr oft auf die Map gucken. Das heißt, wir spielen mal wieder. Ich werde euch alles sagen, was ich auf der Map sehe, ja? Einfach, ne, damit ihr seht, okay, hey, ne, damit ihr wisst, ich gucke auf die Map. Das heißt, ich meine, auf Talon ist es jetzt nicht ganz so wichtig mit Map Awareness, weil man immer irgendwie wegkommt. Man kann sich unsichtbar machen, man kann durch die Gegend springen, man kann Dinge machen. Aber, ne, Map Awareness, das ist mein Ziel für die nächste Season. Map Awareness ist Gott. Dass man richtig oft auf die Map guckt, richtig weiß, was Sache ist. Ein bisschen Farming ist auch immer nett. Wir müssen ihn jetzt ein bisschen pushen lassen. Ich sehe zum Beispiel, dass Botlane jetzt gerade engaged. Könnte sein, dass da wer stirbt. Toplane wird auch sehr hart reingepusht, ist aber fein. Sivir ist immer noch sehr aggressiv, das heißt, es könnte sein, dass Sivir noch einen Kill macht, aber nee, wird er nicht sein. Jetzt! Ah, okay. Ja, also wir müssen mal gucken, ob wir hier noch ein Engage kriegen, ein Opening. So, Elise ist Botlane, gankt da jetzt, könnte sein, dass was geht. Wir wissen nicht, wo Nocturne ist, haben wir noch nicht gesehen. Ich könnte auf ihn engagen, aber hier sind sehr, sehr viele Minions gerade. Vielleicht kriegen wir diesmal eine... Jetzt! Komm. Okay, nee. Er ist einfach, da hätte ich nochmal drauf springen können, aber hier sind viel zu viele Minions, müssen wir übelst aufpassen. Ja, das ist so ein bisschen das Problem mit Talon, finde ich persönlich. Erst. Oh shit, wo kommt der denn her? Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Die Frage ist, habe ich kurz nicht auf die Map geguckt oder ist er wirklich hier unten lang geschlichen? Ihr könnt ja das Replay nachgucken und sagen, okay, hey, was ist Sache? Aber ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht war das auch genau in dem Moment, wo ich mit ihm getradet habe. Das ist natürlich immer so eine Schwierigkeit. Das kann immer passieren. Du tradest mit jemandem und dann, ne? Ja, sie sollen mal da weggehen. Das. Ja. Was? Nö. Ja, okay. Go. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Ja. Harsch. Ignite ist drauf. Das reicht nicht. Ja, okay, das könnte reichen. Jetzt machen wir so. Jetzt machen wir ein Autotech W. Q. Komm, Q. Ich bin tot. Ja, das war maximal dumm. Sind wir ehrlich? Das war auf der Dummigkeitsge... Aber passiert. Greed ist manchmal da. So, wir kaufen uns jetzt, zack, wir machen das so. Ne, guck mal, er schreibt jetzt, sorry, Bro, das ist perfekt, weil Naboy, that was my bad. You did good. Guck mal, ne? Das so, das ist ein Vorzeige-Pre, nicht Pre-Mate, ich bin Solo. Vorzeige-Mate. Hashtag Vorzeige-Mate. So einen willst du in deinem Team haben. Ne, der eine sagt, ja, das war mein Bad. Dann sagt der andere, nee, das war mein Bad. Und dann kommt ein Dritter dazu, der gar nicht dabei war, der sagt, nee, das war mein Bad, ich hätte das da warden können. Und dann sagt der Top-Player, nee, das war mein Bett, ich hätte Teleport machen können. Oh, wessen Bett war das denn jetzt? Ach, der ADK, natürlich. Gut. Ja, Scheißendreck, was ist das jetzt hier für eine Kacke mit dem Darius, Alter? Also, Darius ist eine absolute Katastrophe. Wir können nämlich nicht roam, wir können nicht pushen, wir können nicht... Wir können halt einfach jetzt mal sagen, wir scheißen komplett... Passt auf, wir machen mal den Scheiße-Simulator. Wir scheißen komplett auf die Lane, auf Minions, auf alles, ja? Blendet das hier oben aus, wir gehen jetzt einfach Botlane. Wir stellen hier ein Control-Bot. Oh, Toplane pusht sehr rein. Wir wissen nicht, wo Nocturne ist. Botlane ist viable, möglicherweise aber auch sehr nah unterm Turm. Wir bleiben mal kurz hier stehen, weil hier ist mit Sicherheit kein Ward. Problem ist, ich könnte gegrabbt werden, beziehungsweise gefeiert werden unterm Turm. Jetzt wäre perfekt. Jetzt wäre perfekt. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Tötet ihn. Blute. Ne, das nennt man auch Turbo Talon Roaming Tobi.
Ist etabliert, gibt's auch ein Fernstudium für. Nehmen hier noch eine Kanone mit. Schön. Natürlich müssen wir Auge machen, weil wir hier nichts machen können. Ori, can you go mit? Ich kann nichts gegen Darien machen, gar nichts. Wir brauchen Schuhe, wir brauchen noch ein Schwert. Ja, Ori ist da oben auch eine Katastrophe, weil die, ne, wenn du als Ori so hart reinpusht, kannst du nichts machen. Du bist ein Opfer. Ah, ne, deswegen Ori Toplane. Ja, gut, wir sind 1-1-2, ist okay. Wir haben natürlich keinen Farm, klar. Aber dafür haben wir einen Kill, 2 Assists. Das ist ungefähr 50 CS, würde ich sagen. Jetzt ist Elise auch noch. Also, oh, das wird schon ekelhaft. So, er hat keinen Mana. Wir werden jetzt erstmal hart durchpushen. Weil er hat keinen Mana. Dadurch können wir ihn eventuell denyen. Er hat aber Teleport. Könnte sein, dass er wiederkommt. Ist mir aber egal. Ich will immer pushen. Könnte auch sein, dass wir gleich Mobi-Boots kaufen. Tiamat brauchen wir noch. Ich hatte das Dirk, das Serrated Dirk Blade gekauft, weil ich dachte, wir können vielleicht den Reis töten. Aber ja, war schwierig. So, wir wollen jetzt hier. Botlane ist, ne? Midlane. Ja, es gibt nichts auf der Map, was ich euch zu erzählen habe. So, wir versuchen schnell durchzupushen. Und dann können wir gucken, ob wir Reis töten. Kann auch sein, dass Reis jetzt wieder Midlane geht. Oder wir roamen. Eins dieser beiden Dinge. Ich würde wahrscheinlich eher roamen, aber eine Platte würde ich mir jetzt auch nicht. Okay, passt auf. Reis ist wieder da. Das heißt, wir ganken jetzt die Mitte. Töten Reis. Und dann kann Ori vielleicht nach oben gehen. Das ist ein sehr, sehr guter Plan. Kann auch sein, dass Nocturne mir jetzt entgegenkommt. Jawohl, scheiße, zu früh gemacht. Bisschen dumm. Aber Ori ist hier. Ich spring drauf, dann kann Ori mich ulten. Nehme ich doch nicht. Würde trotzdem jetzt hier bleiben. Vielleicht kommt Nocturne hier. Er weiß aber eventuell. Wir poppen schon mal. Kann sein, dass er es weiß. Ja, ist aber okay. Wir kriegen hier ein Free Ward. Ein Free Ward. Vision genommen, kann man sagen. So, er will seinen Red Buff haben. Er weiß, dass ich ihn conteste. Ich habe keinen Mana. Nee, können wir nichts machen. Ori muss mal Toplane gehen. Mist, ich habe keinen Mana. Ich hätte das contestet. Ich wäre dann von hier rumgegangen, weil er bestimmt da oben drin ist. Ja, Ori muss Toplane. Oder irgendwas. Ich habe auch keinen Mana. Ich weiß, sind hier irgendwo Bananen? Oh ja, das sind Bananen. I can't lane against Darius. So, wir gehen jetzt einfach. Die werden jetzt gleich kommen. Sie, wir fightet gerade Bot und wir machen dann Auge-Simulator. Wir springen nämlich jetzt hier rüber. Springen jetzt hier rüber. Machen Q, Auto-Tag, W, Ultimate, Ignite, Later. Reicht, glaube ich, nicht. Scheiße. Bin aber hier. Bin da. Ich bin da. Immer da, immer nah. Q, 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 Q. Auto-Tag. Jetzt holen wir uns noch Jin Waslowski. Der ist nämlich hier hinten. Der denkt nämlich, der wäre safe. Aber ist er gar nicht. Frage ist, ob er nach oben läuft oder nach unten. Flash Q. Zack. Schön. Jetzt müssen wir nur gucken. Ich bin gar nicht da. Ich bin wirklich nicht da. Oder bin ich da? Okay, ich bin... Ja, nee, okay. Ich meine, haben die mich gesehen, als ich aus dem Busch gelaufen bin? Vielleicht. Eventuell... Ich meine nicht. Ich glaube nicht. Wenn man hier hinten rausläuft, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Okay. Tiamat, Mobi-Boots. Perfekt. Perfekt. Wir haben keine CS, Leute. Game without CS. Aber ist okay, glaube ich. Ich glaube, deren Late-Game ist besser. Die haben Reis, die haben Fiddle... Und Darius ist sowieso beyond broken. Wir haben... Ja, das war's schon. Cool. Wir haben Ori. Ja, gut. Wir brauchen Platten vor allem. Platten. Ich hätte gerne eine Platte. Vielleicht können wir hier eine Platte holen. Da ist eine Platte drin. Toplane, wir pushen Mitte und dann gehen wir top. Ich glaube, so machen wir das. Eine Platte Mitte, eine Platte top. Eine Platte Mitte, eine Platte top. Wir haben auch gleich wieder Ult. Wir haben natürlich immer noch keinen Nimbus, muss man sagen. Das ist natürlich auch traurig. Vielleicht können wir noch eine Wave hier reinpushen. Das wäre auch sehr beautiful. Schön. Guck mal, hier. Machen wir zwei Platten mit, zwei Platten top. Botlane, Slider. Ja, irgendwie. Leute, wo seid ihr? Leute. Warum sterbt ihr alle? Das ist nicht mal Lowdown. Was ist da passiert? Ich glaube, Ori ist leider ein bisschen am Turbo hinten, aber ist okay. So, er wird jetzt mir im Fluss entgegenkommen, das habe ich gesehen. Oder er wird Warden, eins von beiden. Hätte auch Botlane gehen können, aber wir gehen mal hier rüber, fahren ein bisschen hier, machen hier eine W, machen da eine Q. Zack, zack. So, wir verstecken uns schnell im Busch jetzt. Könnte nämlich sein, dass er denkt, ich bin nicht mehr da. Ich bin nämlich ein Zauberer. Okay, vielleicht ist er aber auch wirklich nicht mehr da. Dann nehmen wir jetzt, dann machen wir jetzt zwei Platten Top, fünf Platten Bot. Das ist der neue Trend.
Guck mal hier, gönnen wir uns. Ich glaube, er hat auch keinen Teleport, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So. Platten-Tobi. Oh. Okay, aber wir sind schnell. Und genauso schnell sind wir auch wieder weg. Irgendjemand muss das deffen, nur ich nicht. So, wir gehen hier rüber, dadurch sieht das Teil mich da nicht. Wir können hier mal ein schnelles Quick Ward platzieren, falls da gleich mal wieder Action ist. Das könnte reichen. Tut's natürlich nicht. Unfair, reported, fuck you. Ist okay, cool. Ja, dann gehe ich doch im Toplane deffen, weil Ori einfach... Ori ist... Klar, ich meine, Ori ist nicht Talon. Weil ich bin Talon. Aber sie ist halt... Wäre sie smart, würde sie einfach ständig roamen. Sagen, okay, hey, wir switchen jetzt, wir switchen hier. Ja, okay, ich hab Ignite, ich hab Ignite. Ich würde Ignite drauf machen, aber... Okay, smart. Smarter Move, aber... Ich bin... Also, ich bin Talon. Ich kann... Okay, das ist ein bisschen harsch, was sie macht. Aber ich bin flott, wenn meine Mobi Boots gleich mal sagen, ich wäre flott. Dann wäre ich flott. Ich glaube, der ist da noch drin, oder? Ja, okay. Ja, gut, ist auch ein bisschen greedy, Schmiedi. Aber da, jetzt können wir vielleicht doch unseren Plattenplan fortsetzen. Wir brauchen ja noch eine Platte Top. So, wir warten, bis die Wave kommt, bevor wir unsere W machen. Zack. Und go. Stipp. Na, Hilfe. Mayo. Okay, cool. Schön. Trying to kill me, Bobby. Bobby? Was für Bobby? He is John. Was für Bobby? Der ist doch John Arbuckle. So, guck mal, drei Platten Top. Und jetzt kommt Darius wieder und jetzt haben wir ein Item. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, 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 bitte nicht, bitte nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist nichts. Cool. Ich habe ein bisschen Damage gemacht, vielleicht muss er jetzt shoppen, aber ich wäre... Okay, da... Ja, Greed. Nein, mir fehlen 100. Guys, someone need to def top. I can't def against Darien. Die Ori ist leider... ich würde sie als Hänger klassifizieren. Sie ist ein Hänger. So, Draktarblade ist da. Ich kann da... Also ich kann Darius vielleicht sogar töten, Leute. Aber ich will nicht. Ich will lieber an... Ich will in der Mitte sein, damit ich andere Gegner... Aber ich... Ori, go top. Leute. Okay, wir töten ihn jetzt. Wie viele HP hat der? Ja, der ist nicht voll. Wir können ihn töten. Er ist aktuell noch aus Papier. Also er hat Ninja-Tabis und einen Hammer. Aber es ist machbar, Leute. Pass auf. Wir machen jetzt... Wir müssen sofort Ignite. Sprung. Q, W, Ultimate, Ignite, Auto-Attack. So, gut. Ja, war okay, kann man machen. schön. Dann gönnen wir uns jetzt Toplane noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir noch eine Platte. Eine Platte vielleicht noch. Komm. Eine Platte. Gib. Damals habe ich ja mal Jungus First gemacht. Aktuell bin ich ja wieder auf dem Draktarblade-Move. Gib. Danke. Vielleicht kriegen wir sogar. Okay, da ist Mr. der wieder. Was wir machen können ist, er macht jetzt vielleicht noch ein Camp. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir fangen ihn bei... Ja, nee, ohne Ult mache ich das nicht. Nocturne ist, der viert mich einmal und dann sterbe ich. Ja, es kann sein, dass er noch Golems oder Red Buff oder irgendwas macht im Jungle und wir könnten ihn töten, aber... ich glaube, wir versuchen actually sogar jetzt nochmal Darius Toplane zu baiten. Und dann ist er nämlich Toplane. Wer Toplane geht, ist auch Toplane. Komm. Nice, jetzt... Renn. No! Wie komme ich weg? Okay, wir machen... So! Bitte kein Nocturne, dankeschön. Later. Ist okay. Wir haben, ist sogar First Turret gewesen. Ist okay, wir haben auch Geld. Wir könnten jetzt direkt einen Gank into Midlane machen. Hab allerdings gleich als Ult und würde noch auf Orianna warten. Und go. Eine Q, eine W, nach dahin. Okay, ja, Flash, bitte nicht sterben, bitte. Mama, okay. Ich hab Ult, also ich bin, ja, nee, ich bin raus. Gut, wir müssen jetzt Botlane ein bisschen killen. Noch eine Q. Ja, schön. So, jetzt haben wir das Teil, jetzt kommen wir noch das Teil. Nee, Leute, ich ganz ehrlich, ich finde Wards cooler. Bin ich mal jetzt einfach ehrlich. Wards sind cool. So, Leute, was ist mit Darien, Karien da oben schon wieder? Ich habe kein Ignite, ich will den nicht töten. Ich gehe jetzt Botlane töten. Ich habe Schnauzen jetzt voll. Schnauzen, scheiß auf den Turm. Wieso werde ich jetzt gepinkt? Was ist, wieso, hä? Ich hatte 3 HP. Wir hören uns mal an, was sie zu erzählen hat. Gleich. Wir müssen erstmal Botlane was machen. So, wir gehen hier oben rüber. Bin da. Ich bin Hashtag da. Ja, was ist denn das? Fiddlix? Wir würden erstmal für Jhin gehen, würde ich sagen. Der hat kein 4 mehr, aber ich bin gesilenced. Okay, wir sind sehr wahrscheinlich tot. Ja, okay, cool. Ja, Fiddlesticks OP. Are you dumb?
Explain, Ori. Ne, wir sind ganz fachlich. Was heißt jetzt good job, Tylon? Warum flamet ihr mich jetzt? Das ist doch nicht mein Bad, wenn ihr alle runterrennt. Hä? Also, dass Elise sich von Fiddle-Ult töten lässt, ist nicht mein Bad. We saw him in River. Dude, I had 3 HP. So. Was machen wir? Botland, also Fiddlesticks ist auf jeden Fall ein riesiges Problem. Ich war einfach auch einen Tag lang gesilenced. Was soll ich machen? Was sollen wir tun? 5-4 ist nicht geil, Leute. Aber irgendwie hat keiner geile Stats in dem Game hier. Wir haben... Ja, Farm ist okay dafür, dass wir... Ich meine, ich bin auch Platten-Pete. Die meisten Platten hier auf der Map habe ich geschreddert, Leute. Möchte ich kurz anmerken. So, wir gehen jetzt, glaube ich, Top-Lane. Weil... Ich will splitten. Ich will fett werden. Ich will Levels haben. Ich will 12 Level über der Botlane sein. Deswegen immer schön überall den Staubsauger anschmeißen. Einmal hier, Staubsauger. Und einsaugen. Zack. Ja, wir nehmen noch eine Wave mit. Dann gehen wir wieder raum. Dadurch haben wir ein bisschen Push. Irgendjemand muss die ganze Zeit Toplane gehen. Die Gegner haben ja keinen Teleport. Also ja, die haben Teleport, aber einen Midlaner halt. Und jetzt roamen wir wieder durch den Jungle. Wir müssen auch mal Nocturne töten. Das wäre sehr, sehr gut. Allerdings ist er natürlich schwer zu töten, weil er seinen Kack... Ja, Fiddle fix. Wir müssten, ja, ich wollte gerade sagen, wir müssten seinen 4 baiten. Mal jetzt Ignite drauf, machen so, machen so, machen so und dann machen wir so. Dann haben wir die Nocturne Ult gebaitet, dann gehen wir hier rüber. Dann machen wir noch eine Q. Okay. Da könnte man sich natürlich fragen, werde ich gehasst oder ist das normal? Gut, das ist natürlich... Unser Team, wir sind alle scheiße. Hilfe. Wir sind alle schlecht. Wir haben halt niemanden, der irgendwie mal auf die Kacke haut. Elise baut nicht mal ein Jungle-Item. Das AP-Jungle-Item ist legit voll stark. Das ist legit voll stark. Die baut das nicht. Ja, wie können wir dieses Game gewinnen? Okay, lasst uns smart sein. Lasst uns smart sein. Ja, hier, Abfahrt. Ich weiß nicht, ob das smart ist, aber Abfahrt. Go. Ja, okay, lassen wir das. Lassen, back. Ich habe keine Ult. Ich habe keine Ignite. Ja, okay, von mir aus töte ihn. Ich habe Farm jetzt aber hier. So, so, wir... Was ist smart? Dragon kommt... Wir haben Dragon. Wir bräuchten die Seele. Das heißt, wir pushen jetzt so eine durch und dann gehen wir schnell zum Drachen. Eine durchpushen. Zack, hier das durchgeworfen. Guck mal, es geht ja flott. Ich bin ja auch super schnell. Ich bin ein Shinobi aus... Ich glaube, wir könnten sogar noch eins gehen, aber mein Team fightet gerade. Deswegen sind wir jetzt sofort unterwegs. Ich hoffe, die Inten nicht. Nocturne. Okay, die sind alle sehr, sehr low. Wir könnten Abfarm-Simulator machen. Abfangen, abfarmen. Guck mal, das ist Nocturne. Nocturne ist tot. Sehr gut. Reis lebt noch. Da war ein Ward, aber I don't care. Wir machen jetzt so, wir machen jetzt so und dann machen wir so und dann... Schön! Schön, 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 schön. So, jetzt haben wir noch einen Drachen. Erdrachen sind sehr... Oh, das wäre Nimbus, Leute. Pock. Wenn wir die Seele bekommen. Oh Mann, ich will Nimbus zurück, ganz ehrlich. Ohne Nimbus ist Talon einfach minus 1000 Fun. Minus 1000. Klar, ich habe ein bisschen mehr Schaden und so, aber... Leute, macht doch jetzt kein Auge. Ich pushe jetzt hier den Tower. Brachydios ready to go boom. Ja, dann. Ja, dann. So. Zack, Tower haben wir Gold. Ich will sogar noch eine durchpushen. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, kaufen wir eine... Okay. Kaufen wir eine QSS oder nicht? Was haben die Gegner denn so? Die Gegner haben Nocturne 4, Fiddle 4, ein Rice Cage. Das sind so die... Ich glaube, wir kaufen einen Benjis. Wir kaufen jetzt direkt einen Banshees hinterher sogar. Wobei, hier bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, so ein Black Cleaver wäre halt auch... Black Cleaver ist auch immer noch Core, weil... dann haben wir richtig wenig Ult-Cooldown. Wobei wir natürlich jetzt auch zwei Erdrachen vielleicht kriegen. Und dann haben wir vielleicht auch genug. Aber darauf kann man ja nicht bauen, dass man hier das Game zwei Erdrachen kriegt. Na, aber gut. Da oben, der Reis wird angegangen. Ich bin da. Ich bin schnell. Ich bin da und ich bin schnell. Zack, zack, zack. Leidur. Lay. Wir machen... So, sehr schön.
Wir pushen weiter durch. Ich muss das hier umsetzen unbedingt. Zack. Wir wollen natürlich auch ein bisschen warden. Ich platz. Okay, ist das Troll oder ist das OP? Man lernt so viele neue Dinge. Ich weiß es nicht. Ich meine, er kann daraus nichts bauen. Okay, jetzt. Lador! Na! Wieso werde ich so hart gehasst? Ich meine, wenn einer da ist, okay. Wenn zwei da sind, okay. Aber wenn drei plus Reis, der kurz vorher war, das heißt, vier Leute waren Toplane schon wieder. Sachamai! Why? I gehasst? Wenn wenigstens mein Team in der Zeit. Okay, passt auf, wir münzen das zu unserem Vorteil. Das heißt, ich gehe jetzt Botlane. Alle wollen mich töten und mein Team macht Baron. Das ist immer ein guter Call. Außer die rennen gerade runter. Sivir ist natürlich auch ein bisschen am Farmen, aber mache ich jetzt. Oh, nicht sterben. Hä? Oh Gott. Gut. Guys, I go bot. If they come, du Baron. Okay, wir müssen allerdings erstmal gucken, ob wir hier noch jemanden. Sind alle full life. Harsch. Harsch. Vielleicht ist aber. Leute, ich bin. Jin ist alleine. Ich bin Spürhund. Ich bin ein richtiger Spürhund. Der ist alleine. Ich bin ein Spürhund! Ich bin einfach so ein Spürhund. Hätte ich Nimbus, wäre das noch cooler. Aber ist cool. Das ist auch eine Art von Map Awareness. Offensive Map Awareness nenne ich das. Wir wollen jetzt. Erstmal wieder unsere Ult warten, bevor wir irgendwas machen. Und jetzt wollen wir Botlane pushen. Und mein Team, hoffentlich. Es ist halt immer so, dass mein Team nichts macht in der Zeit. Ich mache da jetzt auch kein Auge, weil die halt auch nichts machen können, vielleicht. Aber wenn ich jetzt Botlane bin, dann möchte ich bitte, dass sie Baron machen. Guys, prepare for Baron. They will come all bot soon. TM. Eingetragenes Markenzeichen. So. Hier ist ein Bot. Wir könnten, was hat er? Können wir ihn töten? Vielleicht. Tötungssprung. Pra, 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 pra. Leider. Ja, schön. Cool. So. Rein theoretisch müsste jetzt Nocturne kommen. Darius ist Mitte. Okay, die können auch noch ein bisschen warten mit Baron, ne? Ich meine, das Problem ist, wenn ich jetzt geultet werde, dann bin ich tot. Aber ich müsste also an der Wand bleiben. Jin ist hier? Ich meine, es fehlt immerhin Reis gerade. Das heißt, one man down. Ich habe auch ein bisschen Angst vor Nocturne. Okay. Er ist nicht bei mir. Das ist immerhin etwas. Allerdings ist mein Team jetzt wahrscheinlich komplett tot. Die werden alle sterben. All men must die. Was tot ist, kann nicht mehr leben. Ja, fuck. Aber es waren 4 gegen 4, also da kann man kein Auge machen. Wir könnten ihn töten. Ich glaube, wir gucken, ob wir jemanden auf dem Rückweg noch einsammeln können. Voll, voll. Vielleicht können wir Nocturne bürsten. Vielleicht können wir Fiddle bürsten. Pass auf, wir machen die Fiddle. Der kommt jetzt hier um die Ecke. Ist ein Eckenläufer. Okay, er kommt nicht um die Ecke, aber... Nice! Ich bin doch wieder da. Bleib! Okay, Leute! Ich habe leider gar nichts, aber ich bin ein Mann. I'm a man. Deswegen springe ich direkt hier rein. Zack, direkt tot. Bam, boom. Ja, Leute. Ah, Jin ist da, Jin. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, weil ich Map Awareness habe. Da oben. Da. Da ist er. Ich hab nichts. Ich mach aber. Wir haben keinen Jungler. Da ist er. Hilfe. Nee, das ist Reis. Und Jin. Hilfe. Ich opfer mich. Ich mach hier alles rein, damit der stirbt. Jetzt. Töte. Nimm den doch. Smite den doch. Die hat nicht mal Smite. Oh Gott. Oh Gott. Wieso? Oh Gott. Und Orianna? Oh Gott, ist zur Toplane teleportiert. Oh Gott. Ich meine, es ist nicht komplett schlimm, weil wir den nächsten kriegen können, aber... Oh Gott. So, Benjis ist da. Oder erst Black Leaver. Ne, Benjis. Benjis ist schon echt wichtig gegen die. Dieses Team, harsch. Ich will sie nicht auf mein Team wälzen, aber Leute, wer zur Toplane als Orianna teleportiert, während der letzte Drache da ist, ich würde auf Harsh tippen. So, wir gehen Botlane weiter. Wir gehen weiter. Guys, I go bot again. Stay around Baron. Ich kann bis auf Darius, glaube ich, alle töten. Sogar Darius könnte eventuell gehen. Aber eher nicht. Mit Black Cleaver vielleicht. So. Mit Black Cleaver vielleicht.
Die Frage ist natürlich, die dürfen auch keinen Barrel machen. Und, ich weiß nicht, ganz schlecht. Okay, eventuell muss ich da jetzt ganz schnell rüber. Weil das geht locker in die Hose. Ich weiß, dass es in die Hose geht. Oh, Mann. Mama! Oh, nice, den getten wir. Getty Spaghetti! Der ist tot. Frage ist, kriegen wir den nochmal? Die kommen doch jetzt locker alle. Wir machen direkt. Wir machen den noch Kill. Later! So, das ist schön. Jetzt machen wir einmal Traumreise. Mit Traumreise, wie heißt denn das? AIDA? Traumschiff? So, jetzt gehen wir Botlane. Wir haben GR bekommen. Sehr, sehr geil. Und ein Kill. So, Nocturne hat, glaube ich, noch Ult. Wenn er jetzt kommt, sind wir tot. Deswegen müssten wir an der Wand hier stehen. Dann geht das vielleicht. Ich würde jetzt aber, weil wir auch keine Vision TG haben, erstmal gar nichts weitermachen. Da ist nämlich er. Wir würden erstmal Ultimate warten. Könnten natürlich auch für ein Bait gehen. Ich weiß nicht, ob wir Reis töten können. Der hat mittlerweile richtig Amore. Oh. Okay, wir haben wieder Bungees. Wir können uns hier verstecken. Ist aber auch gefährlich. Nocturne ist... Ja, was? Warum baut der das? Ist der am Hängen oder was? Okay, wir drücken permanent weiter die Botlane rein. Einfach, um irgendjemanden zur Botlane zu ziehen. Immer mal das gegnerische Team so ein bisschen zu splitten. Wir farmen uns jetzt Black Cleaver komplett zusammen. 2-2-50. Der Trick hier geht eigentlich immer. Ja, aber ihr seht, damage-mäßig, bitte nicht, Mama, Sita, okay, ne? Damage-mäßig, für den brauchen wir übel Black Cleaver, übel. Ne, da ist jetzt langsam, klar, okay, was wir besser machen können, um etwas mehr Damage zu haben, Nahkampf-Q. Wir könnten auch, ich mache immer Q-Ult. Wir könnten so machen, dass wir nicht Q-Ult machen, sondern einfach Q, also Q am Ziel ankommen und Ult. Ich mache es immer im Flug Ult, dann wird das direkt ausgelöst und wieder eingefahren. Dadurch könnte ich unsichtbar bleiben, auf Q warten, Auto-Attack Q machen. Haben wir nochmal Draktarblade, aber wir brauchen Black Cleaver. Der Typ hat 40.000 Rüstung. Ich würde einfach sagen, ich töte die anderen. Aber er hat mittlerweile auch 1.000 Rüstung. Wir brauchen unbedingt... Oh, was passiert hier? Was ist eigentlich mit Sivir? Ich hab noch gar nichts von der gesehen. So, die sind alle da. Können wir, Leute, lass Baron machen. Jetzt. Jetzt Baron. Wer ist am Leben? Reis. Hat der gerade irgendwas benutzt? Sein Shield vielleicht? Ich könnte ihn so ein bisschen nerven, aber... Das heißt, wir machen ein Ward hier. Ich mach einfach nur mal... Ich guck mal einfach mal, was geht. So, wir probieren das jetzt aus. Also ja, wir haben deutlich mehr Damage gemacht, aber Reis ist Reis, Leute. Reis ist Reis. Und Life ist Life. Also da brauchen wir Black... Ich glaube, mit Black Cleaver könnte es gehen. Könnte. Au, 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 au. Mama, bitte jetzt, Baron. Mach kein Auge. Mach kein Auge, Baron. So, okay, cool. Wir gehen Toplane farmen. Wir brauchen unbedingt Black Cleaver jetzt. Ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Und dann sind wir full build. Nee, doch nicht. Wir brauchen noch, wir brauchen noch, eigentlich den Assist dafür kriegen sollen. Oder habe ich einen bekommen? Ich glaube nicht. Ja, wir verkaufen noch Tiamat, glaube ich. Dann können wir Death Dance kaufen oder keine Ahnung was. Mal gucken. Mal sehen. So, im Dings ist fertig. Wir müssen aufpassen, weil es könnte sein, dass noch... Eigentlich müsste Nocturne jetzt kommen. Müsste. Aber wir prayen mal kurz. Kurz mal geprayt. Okay, cool. So. Der Cleaver ist am Start. Thank you so much. Ja, ich glaube... Oh nein, scheiße, der Drache. Shit, okay, das war my bad. To be honest, my bad. Dieses Mal war es my bad. Aber vielleicht, die fighten da. Vielleicht kann man noch was machen. Vielleicht kann man noch was machen. Da ist Darius. Den will ich vielleicht nicht unbedingt haben. Wir gehen jetzt hier rüber. Wir gehen doch auf Darius. Wir machen Ignite, wir machen Ult, wir machen das. Gehen hier rüber, machen hier einen Auto-Tag, gehen hier rüber. Laufen weiter, da kommt jemand. What the fuck? Weh. Nahkampf, Leute, Nahkampf laufen. Auto-Tag, Q, Auto-Tag. Tiamat haben wir nicht. Leute, tötet ihn, bevor es mich tötet. Danke. War alles easy. So, ja, ist cool. Okay, schön, passt. Ah, Arsch! So, gut. Heilt Baron irgendwie? Nee, ne? Ah, immer diese Kanonen. Denken auch, die wären was Besseres. So, vielleicht kriegen wir noch den Botland Tower. Midland Tower sollten wir kriegen.
Wir können auch langsam gucken, dass wir die Mobi-Boots verkaufen. Jetzt gerade waren sie definitiv nicht verkehrt, aber ich finde, im Late-Game braucht man sie nicht mehr unbedingt. Gegen das Team könnte man locker auch Mercury-Boots kaufen. Dann kriegen wir auch nicht ganz so viel Schaden von Reis. Werden nicht so lange gefeiert. Eigentlich ist das ein Must-Have gegen... Naja, ich habe jetzt Ult einfach gemacht, damit ich schnell zur Wand komme. Das war der einzige Grund. Das war auch fein. Hat ja geklappt. Er hat Flash benutzt. Und Ultimates. Und jetzt guck mal. Ne, das muss man natürlich sagen. Okay, nee, Mobi-Boots sind aus. Also, aber ne, das ist natürlich... Und jetzt sind wir Top-Lane, Leute. Ich bin einfach der gelbe Blitz von Konoha, von Nordrhein-Westfalen. Jetzt getten wir hier noch einen Tower. Da kommt aber irgendjemand. Und bin raus. Ja, okay. Das ist fein. Leute, actually, das war turbo-dumm von ihm. Und damit möchte ich mich nicht hier rausreden, weil er hat seinen Flash benutzt, um mich zu töten. Was werden die Gegner jetzt mit diesem Kill machen? Sie werden weder Baron bekommen, sie werden weder Dragon bekommen, sie werden weder irgendwas pushen, sie werden nichts. Und er hat als Fiddlestick seinen Flash benutzt, der ultra wichtig ist als Fiddle einfach. Das ist so, als wenn du Flash Tibbers, Flash Skarner. So wichtig. So, was kaufen wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen Schuhe, wenn wir Fullbild sind. Ich glaube, Death Stance, actually. Dann können wir uns auch heilen mal. Ja, warten wir, bis wir das Geld zusammen haben. Wir könnten auch das letzte Assassin-Item kaufen, aber ich weiß nicht, ob das worth ist, ey. Das Ding macht... Oder Sanguine. Ich bin sehr viel am Splitten. Hat auch Lifesteal. Ja, machen wir Sanguine, damit ich es einfach zum Testen nochmal, weil ich es noch nicht ausgiebig getestet habe. Mein Team stirbt. Das ist natürlich dumm. Aber ist okay, wir haben auch Reis gekillt. So, Leute, ich bin da. Ich bin da. Ich habe Bock. So, wir wollen natürlich nicht von... Wir wollen immer von hinten ran. Könnte aber sein, dass hier gefährlich ist, aber wir gucken. Wir lunzen mal rein. Springendes Wort. Springender Sprung. Springende Rolle. Wir suchen einfach mal. Ich glaube, es könnte sein, dass jemand beim Blue ist. Natürlich sehen die mich jetzt, aber ich bin schnell. Okay, nehmen wir. Ist genommen. So, dann pushen wir wieder Botlane durch. Mit Zengenblade ist... Ich meine, ich pushe ja auch permanent Splitty. Ne, da müsst ihr ja... Ist ja... Ne, eigentlich... Wie viel Attack Speed gibt denn der Scheiß? 76er. Glaube ich 80 auf Max-Stufe dann, ne? Jetzt haben wir zwar kein Tiamat mehr, aber ich glaube, das ist schon fein. Wir müssen aber das hier ein bisschen anders sortieren, das nervt mich. So. 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 Nee, so. Nee, so. So, so ist perfekt. Wir haben Blue Buff, wir haben leider kein Ward, das heißt gefährlich. Wir wollen hier rein, ist natürlich Face-Check, aber... Ai! Mamacita, here I go again. Mama. Und da bin ich wieder weg. Der gelbe Blitz von NRW, Leute. Den catchst du nicht einfach. Machst du nicht. So, und jetzt, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen jetzt direkt wieder zur Botlane. Ich muss am besten vorher im Busch sein, bevor da 10 Leute drin sind. Das wäre wichtig, Leute. Oder ein Ward, aber ich habe kein Ward. Dragon, wir brauchen diesen Dragon. Wir brauchen diesen Dragon. Ich würde sehr, sehr gerne hier auf der Botlane schon mal eine Situation erzeugen. So ein bisschen einen Push, das ist gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Leute, Dragon. Niemand ist beim Dragon. Wollt ihr mich verarschen? Leute. Da ist aber jemand, der den direkt machen will. Ich könnte ihn eventuell töten. Der ist hier, hier ist jemand alleine. Also ich habe jetzt... Leute, wenn... Also ich habe das voll vorbereitet. Jetzt nimmt das bitte. Wieso ist Orianna AFK? Okay, sie teleportet. Leute, das ist euer Dragon. Holt ihn euch. Die haben keinen Jungler. Der ist tot. Guys, we need one Drake for Soul. Ich spiele mit Amateuren. Was ist hier los? Drake spawns. Nobody is around. Nobody. Oh Mann! Okay, welche Schuhe? Wir machen jetzt Mercurys. Mercurys sind da. Wir sind jetzt leider Fullbild. Wir könnten vielleicht gucken, ob wir zwischendurch mal ein GA reinbringen. STFU ich glaube, er meint Garage. Okay, cool.
Harsch! Okay, aber Leute, durch meinen Push auf der Botlane, by the way, ist der Tower mittlerweile kaputt gegangen. Das ist gut. Der war, glaube ich, noch am Leben gerade. Ja, schwierig. Schwierig. Ich habe halt das Gefühl, je länger das Game geht, irgendwann wird Reis halt ausrasten. Wobei er nicht diesen Rabadons-Bild geht, aber er könnte immer noch auswechseln. Okay, Baron, Leute. Baron, bitte! Mein Team ist einfach, die sind nicht aktiv auf der Map. So, die sind nicht da, wo es wichtig ist. Das ist ein bisschen traurig. To be honest. Ich gehe jetzt rein, Leute. Ich gehe rein. Okay, jetzt gehen wir da auch nochmal rüber. Gehen hier nochmal rüber. Jetzt gehen wir nämlich von hinten an den Jhin da dran. Holen uns den Reis. Hab leider überhaupt keinen Schaden für Reis. Gehen wieder raus. Machen B. Gehen wieder rein. Machen Q. Auto-Attack, komm. Okay. Was? Okay, die hat keinen AP. Ist okay. Okay, jetzt noch ein GA rausgeholt. Ich meine, immerhin haben sie keinen Baron gemacht. In so einem Fall ist natürlich dieses Blade super bad. Wollen wir dieses Blade haben? Ich glaube, passt auf, wir haben jetzt Fullbild. Wir machen jetzt mal ein GA. Und sobald der GA weg ist, kaufen wir was anderes. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ein guter Plan. Pot rein. Dieses Game. Wie viel AD haben wir? 500. Können wir bitte diese Seele haben? Einmal. Wir haben halt voll Glück, dass der Darius voll weich ist. Also der ist nicht voll weich, aber der ist halt voll weich. Also im Vergleich zu normalen Darien, die nicht voll weich sind. Also eigentlich ist er nicht voll weich, aber irgendwie kommt mir das vor, als wäre er voll weich. Elise macht halt, ist halt auch echt, sie ist Level 15, ne? Sie ist halt gar nicht existent. Leider. Gut, was können wir machen? Was können wir machen? Ich würde Red nehmen, aber ich lasse das Sivir. Wir haben natürlich jetzt keinen starken Split mehr. Ich splitte ja zwar immer die ganze Zeit, aber ich bin immer da, wenn es beim Team losgeht. Ne? Also auch vielleicht ein bisschen später, aber das ist fein. Ich muss nicht bei meinem Team sein, aber kann immer schnell hinrennen. Guys, Group mit. Guck mal, die können jetzt schon wieder Baron machen. Niemand ist da. Niemand. Also, es sind zwei hier, aber die haben keine Vision auf der Map. Ich mache jetzt für mich ein bisschen Vision, aber sie ist unten, Elise ist oben. So, ich pushe jetzt Bot, Leute. Ich gehe Botlane jetzt durch hier. Ich könnte den mit Inip tatsächlich. Jetzt wäre Sengun Blade richtig gut gewesen. So, wir machen das so, wir pushen den hier rein und gehen für den Inip. Oh, ich glaube, die Band bin ich jetzt nicht weg. Ich muss weg, glaube ich. Ich muss. Oder? Ja, ich muss. Die sind alle tot. Leute, ich glaube, das war's. Aber ich probiere mal. Vielleicht kriege ich noch irgendjemanden. Sprung. Ja, da geht noch was, Leute. Ignite direkt drauf, damit er sich nicht heilt. Stipp. Danke. Jetzt holen wir uns noch den komischen Nocturne. Ich bin nämlich ein Schneller. Ich bin die schnelle Karotte. Leider, danke. So. Ah, ich weiß nicht, Alter. Wir chasen ihn so lange, bis ich Ultimate habe. Das ist der Plan. Der ist da drin. Okay, er ist da drin auf jeden Fall. Ich hab GA, das ist kein Thema eigentlich. 3, 2, wäre cool, wenn ich es nicht benutze. Passt. Bitte nicht brennen! Okay, ich lebe. Ich will mal eben ganz schnell deren Base zerstören. Ja, wobei, die kommen jetzt alle wieder. Wir pushen eine durch. Dann haben die noch ein bisschen mehr Druck auf der Top-Lane. Töte mich nicht, Kanone. Töte mich nicht. So, cool. Schön. Jetzt gehen wir shoppen. Weil, also ich muss shoppen. GA ist auch noch ready. Ist eigentlich kacke, weil ich habe Geld und so, aber... Wir könnten Schuhe verkaufen. Was ist eigentlich mit Orianna ständig los? Die ist immer in der Base. Ist sie jetzt rausgegangen? Ich wette, sie hat gedacht... Leute, ich muss zum Drachen. Schafft ihr den Baron? Oh, weiß ich nicht. Oh, ich muss lieber einen schlechten Call folgen. Also der ist ja nicht schlecht, aber... Ich gehe lieber mit hier hin. Ich mache jetzt hier ein bisschen Interruption. Fuck. Ihr seid so schlecht, es ist unglaublich. Es ist so unglaublich. Mein Team... Und jetzt ist der Dragon halt auch weg. Und Orianna ist auf... Es ist so traurig, Leute. Es ist so traurig. Es ist der Hammer. Wenn ich den Drachen noch kriegen würde, wäre ich zufrieden. Aber ich glaube, der ist jetzt jede Sekunde weg. Oder? Wir brauchen den. Bitte. Ich fange den jetzt an. Ist mir egal. Weil, wenn wir den jetzt nicht kriegen, dann kriegen wir ihn gar nicht. Das ist Last Chance quasi. Go, 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 go! Ja. Naja. Kommt schon.
Naja. Oh Mann, Oriana, warum? Was ist das? Hilfe! Oh, Leute, Leute, Leute. Ohne Witz, das ist schlimmer als 200 Kilo Kreuzheben. Schwöre. Ja, ich... Keine Ahnung, das war's, würde ich sagen. Elise macht keinen Schaden. Oriana ist auf K. Sie wir... Also, passt auf, wir machen jetzt einen Coup de Grâce. Wir werden jetzt einfach, jemanden catchen. Wir catchen jetzt jemanden. Wir können nicht viele catchen. Wir müssen... Das ist die einzige Chance, hier irgendwas zu machen. Wir catchen irgendwen. Da, den. Perfekt. Perfekt. So, und jetzt killen wir den Mid-Inhib irgendwie. Wir hätten so locker die Ehrseele haben können, ne? Wir haben einfach viermal hintereinander den Drachen verloren. So verrückt. So, wir können eventuell... Ich sollte Ult warten, aber... Es sind zwei unten, einer Mitte. Wir können mal eben kurz ein bisschen Damage machen. Wir machen ein bisschen Damage und dann rennen wir weg. Auto-Tech. Auto-Tech, ne W. Auto-Tech. Auto-Tech. Ja, bisschen Damage. Oh, scheiße, wer ist er denn? Wo kommt er her? Okay, wir haben aber gleich Ult. Ja, Leute, pinkt mich. Was soll ich tun? Ja, ich gebe zu, es war dumm, aber... ich meine, wir haben einen AFKler. In dummen Situationen muss man manchmal dumme Sachen machen. Außerdem ist der Reis ein Zauberer. Er ist einfach da. Ich weiß gar nicht, wie er das machen kann. Er ist einfach da. Das zählt doch nicht. Uh. 40 Minuten Game. Ja, okay, aber das Coole ist, jetzt ist unser GA weg. Jetzt könnten wir zum Beispiel, falls das Game noch nicht vorbei ist, was ich allerdings glaube, einen Death oder Dancer bauen. Jetzt haben wir sogar 540 AD. Aber ich glaube, das war's. Wieso ist sie AFK? Na gut. Wichtige, was haben wir gelernt? Nichts, aber wir haben gelernt, was haben wir getan? Wir haben niemanden geflamed. Ich habe zwischendurch mal zwei, drei Sachen gesagt, aber ich habe nie gesagt, so ja, suck dick oder irgendwie sowas, ne? Ganz wichtig. Es war eine richtige Scheißrunde, was das angeht. Alle haben geintet, aber wir sind cool. Ich bin cool. Ja, ich wünsche euch das. Haut rein. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Auf Wiedersehen. Tschüss und goodbye. Miau.